Promi-Geflüster mit dem ESC-Geflüster. Wir stellen hier die Vorentscheid-Interpreten ja vor, die beim deutschen Eurovision Song Contest, also sozusagen, sich die Fahrkarte nach Liverpool hoffentlich ergattern. Einer kann es natürlich nur sein. Und einen weiteren Gast, den habe ich heute bei mir, nämlich den Chris von Lord of Lost. Halli, hallo. Grüße dich. Moin. Tag, es ist sogar Lord of the Lost. Also den Artikel, den darfst du nicht vergessen. Sehr gut. Ich habe also, gleich eine Frage. Ich hab eine Frage an dich nämlich gleich vorweg. Es ist ja Promi-Geflüster. Muss ich flüstern die ganze Zeit? Oder so, dürfen nein, wir um Gottes sprechen? Willen. Um Gottes Willen. Du darfst so laut reden, wie du magst. Ganz genau. Ja, okay. Die Frage, die kommt sehr selten vor, aber die ist berechtigt. Ganz genau. Genau. Lord of the Lost. Jetzt haben wir es richtig. Genau. Genau. Sehr schön. Ja, ich fange jetzt mal da damit an. Du hast vor nach 5 Tagen, glaube ich, ein Video hochgeladen. Da hast du dir wirklich mal die Mühe gemacht, alle Beiträge jetzt mal so durchzuhören und deinen entsprechenden Kommentar abzugeben. Jetzt seit dem Wochenende steht ja der letzte Beitrag fest, der über TikTok sozusagen ins Rennen geschickt wurde. Icke Hüftgold. Schon mal reingehört? Mhm. Was sagst du da dazu? Nee, tatsächlich noch nicht. Also ich möchte immer gerne tatsächlich mir solche Sachen reinziehen, also oder generell mir Musik anhören, wenn ich komplett offen dafür bin. Und mir war es auch total wichtig, bei den Teilnehmern, die ich mir angeschaut habe bis jetzt, genau die Zusammenstellung mir anzuschauen, die der NDR auch allen, also ganz Deutschland quasi gezeigt hat. Also wirklich nur diese Ausschnitte, um exakt den gleichen Eindruck zu haben wie jeder. Und Icke Hüftgold ist mir natürlich ein Begriff grundsätzlich, auch andere Songs von ihm als absolute gute Laune Partyschlager. Also ist definitiv etwas, was bei uns auch im Tourbus läuft. Also spätestens ab 2 Uhr morgens ist dann so ein Tourbus auch nicht viel anders als die übliche Ballermann-Party, nur rollt sie auf einer Autobahn. aber den Song habe ich tatsächlich noch nicht gehört, nein. Hat damit zu tun, wir hatten jetzt gerade eine kleine Tour am Wochenende, mussten 2 Dates leider nach 3 Dates abbrechen, weil unser Schlagzeuger krank geworden ist. Und da war jetzt natürlich unglaublich viel mit Konzertverlegungen zu tun etc. Ich hatte noch nicht den Kopf, aber ich werde mir diese Woche Icke Hüftgold anhören, den Beitrag, und vielleicht mache ich auch noch eine Reaction dazu. Mal schauen. Okay, sind wir gespannt. Aber dieses Jahr, was wirklich das Schöne ist beim diesjährigen Vorentscheid, ist so eine große Bandbreite an verschiedenen Facetten an Musik, und ich glaube, da, wenn man da jetzt nicht die richtigen hinschickt, dann sind die Jurys selber schuld, oder? Ja, ich glaube, das ist tatsächlich genau das Richtige und auch Wichtige, weil der ESC ist ja nun schon seit vielen Jahren ein eher allgemeiner Musikwettbewerb geworden. Also hat sich aus den reinen Chansons über natürlich viele lange Jahre Schlager bis hin zur Popwelt entwickelt, aber ist natürlich je nachdem von Land zu Land auch immer sehr breit und offen aufgestellt gewesen. Und ich halte das für eine richtige Entscheidung, denn genauso bunt wie der ESC jetzt in seiner Zusammenstellung der teilnehmenden Acts ist, genauso bunt ist ja nun auch mal Deutschland aufgestellt, sogar noch viel bunter. Also man bräuchte eigentlich auch noch 100 andere Teilnehmer oder mehr, um das alles abzudecken. Und ich glaube, das ist genau das Richtige. Wir brauchen diese Vielfalt. Nur dann macht es, finde ich, richtig Spaß. Ja, genau. Finde ich auch. Und dann eben, wie gesagt, den richtigen nach Liverpool. Und dann natürlich gegen die große, große Vielfalt wieder zu punkten, hoffentlich, dass wir da endlich mal wieder 12 Punkte bekommen von vielen Ländern. Ne? Oder zumindest ein paar, genau. Genau. Ja, jetzt mal zu Lord of the Lost. 2009 gegründet, wenn ich das jetzt hier richtig lese. Also genau. Noch gar nicht mal so, noch nicht so in die Jahre gekommen. Also ihr seid noch frisch. Wir sind noch frisch mit Ideen. Genau, wir sind noch frisch und wir sind frisch mit Ideen, aber wir sind trotzdem keine Newcomer-Band. Also wenn man das jetzt so 14 Jahre macht, ist das schon eine Menge. Aber dadurch, dass wir natürlich aus einer musikalischen Ecke kommen, die sich weniger im Mainstream bewegt oder auch in der Radiowelt so gut wie gar nicht stattfindet oder auch in der Boulevardpresse so gut wie gar nicht stattfindet, ist es natürlich für viele komplett neu.
Und vielleicht auch überraschend, im positiven, im negativen Sinne, das muss jeder für sich selber wissen. Es gibt ja keine schlechten Geschmäcker, sondern nur verschiedene Geschmäcker. Und genau, aber uns gibt es schon eine Weile, aber wir sind noch keine ganz alten Oldies. Wir sind irgendwo dazwischen. Genau, aber immerhin, wenn man es hier so liest, mit Iron Maiden auch schon im Vorprogramm aufgetreten, ne? Genau, das sind dann die, die tatsächlich schon zu der wirklich, ich möchte das Wort alt gar nicht in den Mund nehmen, aber zu der großen Riege der Legenden gehören. Wir waren letztes Jahr mit Iron Maiden auf Tour in ganz Europa, im Sommer auf Stadiontouren in 16 Ländern. Und wir werden diesen Sommer nochmal mit Maiden auf Tour gehen, maßgeblich in England. Also so oder so, ob wir nun nach Liverpool fahren mit dem ESC oder nicht. Man wird uns in der Mitte des Jahres in England nicht los. Das heißt, wenn kein ESC, dann freuen wir uns eben auf Iron Maiden. Jawohl. Und ich denke mal, es ist natürlich auch wichtig, dass man als Band, wenn man dann die Fahrkarte nach Liverpool hat, auch im europäischen Ausland, denke ich mal, bekannt wird oder Bekanntheit hat, die dann auch für Anja abstimmen dürfen. Also es bringt ja jetzt nichts, wenn man da irgendjemand dahin schickt und man ist gar nicht bekannt wirklich, oder? Das Ja, eben, ist ja dann auch ein, das ist ja dann auch ein Bonuspunkt sozusagen, ne? ja, ich denke, dass deshalb sind wir da tatsächlich gar nicht ganz so, also sollten wir die Fahrkarte nach Liverpool bekommen, dann sind die Voraussetzungen gar nicht mal so doof, um das bescheiden zu sagen, weil wir sind seit vielen Jahren auch im Ausland unterwegs. Also von der östlichen Außengrenze China bis zur westlichen Außengrenze Mexiko und USA. Dazwischen haben wir uns schon in ja, über 30 Ländern bewegt und ja, wir haben viele, viele starke Märkte in Europa, auch in vielen ESC-relevanten Ländern tatsächlich. Also ich bin gespannt. Aber das ist Schritt zwei. Schritt eins ist natürlich erstmal der Vorentscheid und ganz ehrlich, ich traue mich auch gar nicht wirklich an Liverpool zu denken. Das fühlt sich so anmaßend an. Im Moment sind wir dankbar, dass wir diesen Vorentscheid machen dürfen und sollten wir da weiterkommen, dann kann ich über den Rest immer noch nachdenken. Alles klar. Zu eurem Song. Blatt, oder ne, wie wird es richtig ausgesprochen? Blatt und Glitter, also Blut und Glitzer. Genau, Blood and Glitter. Genau. Ja, wie kam der zustande? Erzähl mal ein bisschen drüber. Was ist der Inhalt? Bevor ich über den Inhalt spreche, vielleicht ganz kurz, woher dieser Ausdruck kommt. Ich bin ein großer Glamrock-Fan der frühen Musik, also der Musik der frühen 70er Jahre. David Bowie in seiner Ziggy Stardust-Phase, um mal so einen der ganz großen dieser Phase zu erwähnen. Und es gab einen englischen Musikfotografen namens Mick Rock, der gerade die Musiker in dieser Phase, inklusive Debbie Harry und Freddie Mercury und alles, was maßgeblich in England passiert ist, fotografisch festgehalten hat. Und der hat ein Bildband, ein Fotobuch veröffentlicht, was Blood and Glitter heißt und sich mit dieser Glamrock-Ära beschäftigt. Und das fand ich vom Lebensgefühl her immer so schön, dieses Buch, und so unfassbar inspirierend. Und ich wollte gerne mal einen Song darüber machen. Und wenn man, also einfach einen Song über dieses Lebensgefühl, was ich eben auch mit dieser Art von Musik verbinde. Und wenn man sich das jetzt natürlich inhaltlich mal versucht vorzustellen, Blood and Glitter ist ein, so grausam der Titel in der einen Seite erstmal klingt, bei Blut denkt man natürlich nicht erstmal nicht an was Positives, weil Blut ist unser Lebenselixier, das ist das, was uns am Leben hält. Und Blood and Glitter geht eigentlich um die Kombination aus unserer Innenwelt und unserer Außenwelt. Also genauso was ist, wenn du das auf den ESC überträgst, sowohl Glanz und Gloria und das Außenrum, die Show ist wichtig, aber wenn der Song, wenn die Musik nicht mit Herz und Seele interpretiert wird, ist das Ganze wertlos. Und auch umgekehrt. Also es ist natürlich auch schwierig, wenn du einen tollen Song hast, bist aber nicht in der Lage, das zu präsentieren. Und dieser Song wurde völlig ohne ESC-Hintergedanken geschrieben und auf einmal passt er wie Faust aufs Auge, weil es genau um das eben geht. Um die Lebensfreude sowohl in uns als eben auch außerhalb und der Ausdruck derselben. Sehr gut. Als ich den Titel mir auch mal angehört habe und das Video natürlich auch dazu, dann kommen wir gleich noch auf deine schöne Maskerade. Aber was mir aufgefallen ist, ist wirklich deine markante Stimme. Ich glaube, auch die überzeugt ganz gut und ist eigentlich, kann man ganz gut wiedererkennen. Vielen Dank. Ich bin,
bin dann natürlich am wenigsten objektiv, wenn es um meine Stimme geht. Freue mich aber natürlich über ein Kompliment. Aber was ich tatsächlich weiß, und das darf ich, glaube ich, so arrogant behaupten, dass ich nicht so klinge wie tausend andere Sänger, die man schon so kennt. Zumindest sagt man mir das. Und ich glaube, das ist nicht schlecht, natürlich, für einen Gesangswettbewerb. Genau. Natürlich muss man trotzdem die... Ein gewisser Wiedererkennungswert. Genau, man muss die Stimme natürlich trotzdem mögen. Und es gibt viele Stimmen, die einen Wiedererkennungswert haben, die trotzdem nicht jeder mag. Da sind wir wieder beim Geschmack und da gibt es keinen falschen. Aber klar, das freut mich natürlich. Und vielleicht ist das ein kleiner Pluspunkt. Aber wie gesagt, ich muss wirklich sagen, vielleicht ist das der falsche Ansatz, aber ich denke gar nicht zunächst ans Gewinnen. Ich denke eigentlich erstmal daran, tatsächlich, dass wir in der Lage sind, diesen Song mit Herz und Seele dort auf der Bühne gut rüberzubringen. Das ist mir erstmal das Wichtigste. Und wenn es dann vielen gefällt, dann freut es mich natürlich tierisch. Aber wenn man nur mit diesem verkrampften Gefühl des Gewinnenwollens auf die Bühne geht, das sollte nicht der Charakter, also das sollte nie die treibende Kraft in Musik sein für mich. Richtig. Ich habe es jetzt auch schon bei den anderen Interpreten, die ich schon jetzt interviewen durfte, angesprochen. Klar, die Musik, die verbindet, und ich denke mal, die Verständigung, dass man wirklich mit Musik auch vielleicht auch Frieden schaffen kann, das sollte im Vordergrund stehen. Ja. Gerade in der heutigen Zeit. Naja, es ist die Sprache, die wir alle am besten verstehen und am besten auch irgendwie wie sprechen. Also ich glaube, Musik ist die Kunstform, die auch am meisten in der Lage ist, Menschen zu bewegen. Ich glaube, man ist nicht so leicht, man fängt nicht so leicht zu weinen oder zu lachen oder zu tanzen an, wenn man eine schöne Bildhauerei sieht, sondern das passiert einem eher mit einem Song. Ganz Und genau. Umso wichtiger ist vielleicht diese Sprache der Musik im Moment gerade, ja, definitiv. So, jetzt kommen wir mal zur Band als solches. Ihr seid ja zu fünft auf der Bühne. Gehören noch vier im Hintergrund mit dazu. Genau, die sind auch gar nicht im Hintergrund, sondern... Die darfst du jetzt gerne auch mal erwähnen, wer da alles mit dazugehört. Genau, wir sind fünf Jungs oder... Wir sagen immer noch Jungs, dabei sind wir alle schon erwachsene Männer. An meiner Seite haben wir den Pi, das ist unser Gitarrist. Wir haben den Klaas, das ist unser Bassist. Wir haben den Jared, das ist unser Keyboarder-Multi-Instrumentalist. Der macht auf der Bühne nämlich vieles. Der spielt auch noch Gitarre und zusätzlich Percussions. Beim ESC wird er sich maßgeblich mit einer Guitar beschäftigen. Das ist ein Hybrid aus umgehängtem Keyboard und Gitarre. Und dann haben wir unseren Schlagzeuger, den Nick. Und das sind wir fünf. Ich singe und spiele auch auf der Bühne ab und zu Gitarre. Bei der ESC-Bühne habe ich aber gerne die Hände frei, beziehungsweise ein Mikrofon in der Hand. Und das war's. Genau. Und wenn man jetzt, ich hoffe, ich kann das Bild einblenden, dann sieht man natürlich sehr, sehr viel Rot natürlich. Das ist das eine. Und bei dir natürlich sehr viel Glitzer drumherum. Ich weiß gar nicht, was sind das für, soll das so eine Blume ein bisschen darstellen oder was ist es? Wir haben uns tatsächlich gar nicht so richtig darüber Gedanken gemacht, was es genau darstellen soll. Ich hatte einfach Lust auf irgendeine Form von Flügel, Körper-Extensions quasi, die jede Bewegung größer machen. Du sagst Blume, finde ich eine genauso schöne Interpretation wie, wenn jemand sagt, das sind Flügel, oder mein Sohn sagte, Papa, das sieht aus wie bei einer Libelle. Ist okay, dann bin ich die rot-goldene Libelle. Ich werde diese Flügel tatsächlich aber auf der ESC-Bühne gar nicht tragen, sondern ich werde das eintauschen gegen einen roten Bolero, eine Jacke. Mhm. Weil ich finde, das wirkt in dem Video und auf Fotos sehr cool, da arbeitet man viel mit Slow Motion. Wenn man aber so in Echtzeit auf einer Live-Bühne mit diesen Flügeln rumhoppelt, dann fangen die an, so lustig schnell zu wackeln. Das sieht dann unfreiwillig komisch aus. Das heißt, auf die ESC-Bühne werden diese Flügel es nicht schaffen. Okay, sehr gut. Haben wir wieder was. Aber erfahren. Ich sehe, du hast dich auch sehr schön rot angezogen heute. Ich habe gesehen, du bist vorbereitet. Ich dachte, ich passe mich da ein bisschen an, dass man ein bisschen so Art den roten Blutfarbstoff sozusagen rüberbringt. Genau. Dann natürlich auch im Gesicht wird, denke ich mal, einiges passieren. Wer schminkt dich? Wer ist da verantwortlich? Oder machst du das alles selber? Also wir haben uns über die Jahre tatsächlich natürlich zu so Hobby Make-up-Artists entwickelt. Also alle von uns sind in der Lage, das Make-up selber zu machen.
Das müssen wir auch, weil wenn wir auf Tour sind, viele Konzerte in einer Reihe, teilweise eben auch kleine Clubs, da ist es teilweise finanziell gar nicht möglich, immer einen Make-up-Artist oder mehrere mit sich rumzuschleppen. Das heißt, wir können das selber. Für den ESC werden wir natürlich auch die Make-up-Artists vor Ort im TV-Studio mit in Anspruch nehmen, die das Ganze dementsprechend verfeinern. Das heißt, wir werden dann mit unseren Grundideen kommen. Und genauso ist es auch in dem Musikvideo Blood and Glitter passiert. Also das Grund-Make-up kommt von uns und dann haben wir einen Make-up-Artist, der dementsprechend das Ganze verfeinert. Das heißt, bei extrem wichtigen Videoproduktionen oder bei einem Magazin-Cover-Fotoshoot oder sowas, da lassen uns dann schon von Make-up-Artists ein bisschen helfen. Okay, und wie lange braucht es da so für dich, wenn du jetzt an dir schminkst, wie lange brauchst du? Das Make-up kann ja sehr verschieden sein. Das kann von bisschen Smoky Eyes bis hin zu super viel Glitzer überall, teilweise auch auf den ganzen Körper gehen. Wir nehmen uns bei Konzerten eigentlich immer so eine Stunde Zeit. Und dann sind wir aber auch wirklich sehr entspannt. Weil das hat doch was Meditatives. Das ist so unser Ritual vom Konzert, dass wir zu fünft anfangen, uns zu schminken. Wenn es aber richtig eilig gehen soll, geht das auch in 20 Minuten. So, ich glaube, ein professioneller Make-up-Artist würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen, sagen, was macht ihr denn dort, wie wir mit Pinseln und Fingern das machen, aber wir kriegen zu unserer Zufriedenheit, so wie wir gern aussehen wollen, das zur Not auch in 20 Minuten hin. Sehr schön. Also, dann sind wir da auch schon mal gespannt, was auf der Bühne passieren wird, wenn es am 3. März 2023 um 22:30 Uhr, glaube ich, geht es los. Ihr spielt. 22:20 Uhr geht's Ja, los, also genau. 22:20 Uhr, ja. auf alle Fälle die zweite Abendhälfte sozusagen in Köln Genau. live, genau. Ja, das ist natürlich auch, denke ich mal, auch nochmal ein anderer Teil, der dann wahrscheinlich zuschauen wird. Mein 20:15 Uhr Publikum ist ein anderes, denke ich mal, als die um 22 Uhr einschalten. Ja, ich bin gespannt, ne? Also klar, das ist dann, da gehen dann vielleicht doch schon einige ins Bett, die sonst ESC gucken würden. Ob das jetzt Vor- oder Nachteil ist für den einen oder anderen, weiß ich nicht. Wie das jetzt Man bei nicht, uns ne? aussieht, weiß man nicht, weiß man nicht. Genau. Obwohl ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass auch Omi und Opi für den ESC, der nur einmal im Jahr ist, oder den Vorentscheid, das ist ja noch nicht der ESC, dann doch nochmal wach bleiben. Ja, Aber ich bin na. gespannt. Ich weiß auch nicht, wie lange die Show dann tatsächlich dauert, also wann dann die Abstimmung ist, ob die erst nachts um eins ist oder schon um Mitternacht. Wir werden sehen. Wir werden sehen, ganz genau. Und jetzt auch an dich mal noch die Frage, wann waren so deine ersten Berührungen mit dem ESC? Die ersten Berührungen mit dem ESC waren so früh, dass ich mich wahrscheinlich, also dass ich mich gar nicht mehr aktiv daran erinnern kann, weil ESC wurde. Wann auch immer es möglich war und wir jetzt nicht, keine Ahnung, mit der Familie im Urlaub waren oder sonst wo, wurde ESC eigentlich immer geschaut. Oder damals der, wie war der französische Name nochmal? Grand Prix Chanson, Eurovision de la Eurovision Chanson. de la Chanson. So, genau. Also das wurde tatsächlich eigentlich immer geschaut. Und als ich dann von zu Hause ausgezogen bin, als 19-, 20-Jähriger, da war das 2, 3 Jahre dann vielleicht irgendwie nicht so richtig cool. Da ist ja dann noch nichts cool, was vorher cool war in der rebellischen Phase. Und dann habe ich auch wieder angefangen, das zu schauen. Spätestens durch Lordi war ich dann natürlich wieder sofort mittendrin. Aber ESC war etwas, was wir immer geschaut haben, was auch nach wie vor in der Familie geschaut wird. Und ja, also das ist ein bisschen wie Fußball-Weltmeisterschaft, die dann natürlich nur alle 4 Jahre ist, aber es ist so die typischen, ja, TV-Familien-Events. So. Also ich bin damit durchaus aufgewachsen. Okay, sehr gut. Jetzt noch eine kleine Sache zu deinen Tattoos. Wie viele Zinsen ungefähr, die du so am Körper Ja, ich glaube, das kann man nicht mehr so trägst? richtig zählen, weil die Geht alles wachsen ja ineinander irgendwann über. zusammen. Ja. Genau. Also ich bin nicht die Generation, die zu einem Tätowierer gegangen ist als junger Mensch und sich ein großes Bild hat entwerfen lassen. Das sind eher die jungen Kids von heute. Als ich damit angefangen habe, war das eher so ein Bildchen sammeln. Man wollte hier eins hin und da eins hin. Und immer Sachen, die man in irgendeinem persönlichen Bezug sieht, wie, keine Ahnung, Name von einem Kind oder irgendein Symbol, was man mit etwas verbindet, mit einem Urlaub, mit einem schönen Erlebnis oder mit einem traurigen Erlebnis. Das heißt, für mich sind die Tattoos ein bisschen wie ein Tagebuch. Aber wie viele es sind, weiß nicht, vielleicht 100, 50, ich weiß es nicht. Sie sind auf jeden Fall überall, also ist nicht mehr viel Platz.
Okay. Und man sieht dann am Oberschenkel so eine schöne Frau. Die ist echt, die ist auch echt, das Tattoo. Die Frau ist das auch echt, genau. Das Gesicht ist allerdings wirklich fiktiv, aber die Handhaltung von der Frau, das ist, ich bin großer Lady Gaga-Fan und Lady Gaga macht immer diese Monster-Handhaltung. Und das wollte ich gerne. Ich wollte gerne Frauengesicht mit dieser leichten Lady Gaga-Referenz. Verstehe, okay. Aber Also die wird man da beim. vielleicht auch mein Hang zu den skurrilen Outfits wurde auf jeden Fall durch das Lady Gaga-Fansein extrem verstärkt, muss ich sagen. Okay. Aber die wird man dann sehen beim Vorentscheid. Weiß ich noch nicht. Ich probiere mich gerade noch so durch. Wir werden unsere Outfits zum Vorentscheid quasi so ein bisschen updaten. Also wir haben Also es das wird noch Video und den spannend. Fotoshoot. Und genau, also es wird noch ein bisschen verändert bei jedem, beim einen mehr, beim anderen weniger. Einfach, weil ich finde, man muss immer irgendwie, ich mag es nicht, wenn es exakt gleich aussieht, sondern dass man denkt, okay, das ist die gleiche Welt, es ist rot und gold, aber das Make-up ist ein bisschen anders, die Klamotten haben ein bisschen anderen Touch. Ich weiß noch nicht, ob ich das eine Bein nackt lasse oder ob ich vielleicht es gegen eine rote Lack-Leggings austausche, wo beide Beine dran sind, weiß ich noch nicht. Aber es wird Updates geben. Wir arbeiten gerade an den Outfits mit unserer Designerin. Also, schon allein, um das zu erfahren, was hier Lord of the Lost kleidungstechnisch angeht, was sie anhaben werden beim ESC-Vorentscheid, lohnt es sich einzuschalten. Und natürlich auch der Musik wegen, ganz klar. Wenn man jetzt von Lord of the Lost noch ein bisschen mehr erfahren möchte, wo seid ihr zu finden? Sprich, klassische Homepage und natürlich auch die Social Network. Geschichten, wo seid ihr anzutreffen? Wir sind überall anzutreffen und wem es zu kompliziert ist zu suchen, der kann tatsächlich einfach auf lordoflost.de gehen, weil da haben wir einfach eine große Linkliste mit allem. Also wir sind überall, wir sind sogar bei TikTok, obwohl ich mich da viel zu alt für fühle und noch nicht so richtig weiß, was ich mit TikTok machen soll. Aber mein Sohn, der ist 11, der zeigt mir das dann immer, wie das geht. Und wir sind überall. Genau, und er wird dann auch zuschauen dann am 3. Nee, März. der wird tatsächlich, der wird nicht da sein in der Zeit. Also der wird vorm Fernseher sicherlich sitzen, zuschauen und lange aufbleiben, aber zu der Show nehme ich ihn nicht mit. Also der würde sich dann 3 Tage bei den Proben, es ist auch eine Schulwoche, der würde sich da Klar. furchtbar langweilen. Das möchte ich ihm nicht antun. Ja. Okay, aber der fiebert dann schon mit, wenn der Papa auf der Bühne steht, Ganz entsprechend. bestimmt. Ja. Ganz bestimmt. Alles klar. Dann darf ich mich schon wieder recht herzlich bei dir bedanken? Wir haben ein bisschen was Ebenfalls, vielen Dank, erfahren. es war sehr schön. Und wie gesagt, mag der Richtige gewinnen. Ich muss ja immer ein bisschen neutral bleiben hier. Ich drücke für jeden die Daumen und sage mal, Absolut. am Ende unterhalten wir uns vielleicht dann wieder. Wer weiß. Alles klar. Na, Ich was danke sind dir. so ganz grob noch eure Pläne für 23 über den ESC Pläne für hinaus? 23. Genau, wir sind wie gesagt im Sommer auf Tour mit Maiden nochmal in 3, 4 Ländern. Wir haben 10, 11, 12 große Sommerfestivals und wir werden im Herbst auch nochmal 9 oder 10 Länder in Europa touren. Wir haben Ende des Jahres in Hamburg am 9. Dezember ein eigenes Festival. Aber wir haben dieses Jahr sehr viel Europatouren auf dem Programm tatsächlich. Alles klar. Sehr gut. Dann sind wir über alles soweit mal informiert. Und wie gesagt, wer noch mehr wissen möchte, schaut vorbei auf Lord of the Lost im Internet. Und dann sage ich herzlichen Dank. Danke fürs nette Gespräch und für die Danke dir. Auskünfte. In diesem Sinne, Gerne. liebe Zuschauer, macht's gut. Bis zur nächsten Ausgabe. Ciao. Bis dann.